Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von Mathe is Dead. In der letzten Folge sind wir hier in der Dunkelkammer stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir machen mal das Bild. Wir haben ja unsere Schwester aufgenommen. Jetzt müssen wir quasi das Bild bearbeiten. Ich weiß nicht, für was sie das Bild braucht, aber. Aber ja. Noch ein bisschen fokussieren. Ein Foto ist Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Wie ein lebloser Körper. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe. Vielleicht ist es albern zu glauben, dass man die Seele von jemandem einfangen kann, der gestorben ist. Man weiß es nicht. Vielleicht ist die Seele doch da. Okay, sehr gut. Ihr Gesicht kann mir nicht mehr verraten, ob es meine Schuld war. Das hätte mir eigentlich schon klar sein müssen. Ich kann nur an den See fahren und die Filmrollen holen. Okay, wir haben gespeichert, sehr gut. Wäre eigentlich was Neues? Nee. Ziele. Ja, das haben wir ja alles erledigt. Oh, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus in den Wald rein. Aber mit der Taschenlampe, mit dem Feuerzeug. Okay, sonst habe ich hier gar nichts. Oh, das ist irgendwie voll ruhig. Okay, dann gehen wir hoch. Wo kommen wir hier raus? Hier, glaube ich, oder? Das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Okay, wir haben eine Taschenlampe. Können wir eigentlich das Fahrrad nehmen? Das Fahrrad ist weg, okay. Okay, wo müssen wir hin? Die Haustierkamera am See. Karte ansehen. Jo, wir müssen dahin. Ja, moin. Okay, das wird eine lange und haarige Tour, würde ich sagen. Hier gehen wir mal runter. Die Leertaste ist gedrückt. Was haben wir hier? Okay, gar nichts. Ich meine, da vorne war, glaube ich, ein Weg, wo wir hin können. Okay, hier müssen wir, glaube ich, lang. Jo, hier geht es in den Wald entlang. Also den Weg müssen wir folgen über die Brücke. Dann hier sind dann die
die Kameras, die so drei Stück platziert sind, ich weiß es nicht. Gespeichert. Ich liebe die Nacht, aber diese Nacht macht mir Angst. Im Dunkeln habe ich das Gefühl, dass ich all das Leid spüren kann, für das ich verantwortlich bin. Es rückt mit jedem Schritt näher. Ich spüre, wie ein kalter Wind an mir vorbeizieht. Ich habe Martha verletzt. Je näher ich dem See komme, desto sicherer bin ich mir. Wie könnte es denn anders sein? Ich habe sie getötet, um die Liebe zu stehlen, die jeder nur für sie empfand. Wie konnte ich nur so etwas tun? Oder war jemand? Weiße Frau von der Geschichte, oder? Oh, mach mir keine Angst, Junge. Was sind das für Geräusche? Jo, erstmal ein Bild machen, oder? Und scharf. Okay, Schärfe passt. Deutsche Soldaten. Papa hat angeordnet, dass in der Nähe des Hauses Patrouillen durchgeführt werden. Aber wie konnte dabei ein Helm verloren gegangen sein? Das weiß nur Gott. Vielleicht sind da Leute oder sie wurden getötet. Ist eine Brücke. Okay, was haben wir hier? Kerzen? Ich schau mal kurz auf die Karte. Okay, wir müssen geradeaus und dann sind wir schon hier am Ziel. Ob ich da weitergehen will? Eher nicht so, aber wir müssen. Okay, die Musik wird auch immer beunruhigender. Wir laufen. Okay, es gibt hier nur einen Weg. Vielleicht hat die weiße Frau Martha mit sich genommen. Wir wissen das nicht. Oh nein! Blöde Lampe! Zum Glück habe ich noch mein Feuerzeug dabei. Oh Junge! Ist das Martha? Okay, wo geht's denn hier lang? Okay, da geht's auch lang. Wir folgen mal dem Licht. Die Kameras sind irgendwo hier in der Nähe. Ich frage mich nur wo. Da können wir hier irgendwas erkunden oder so. Okay, hier haben wir die erste. Kameras. Okay, da müssen wir runter. Okay, wir müssen den Steg runtergehen. Runter zum Geschehen, wo alles passiert ist. Und die Frau verfolgte uns auch.
sich da was bewegt. Eine Kamera fehlt noch. Warte, ich gehe mal zum See, vielleicht passiert da was. Ne, anscheinend nichts. Da vorne leuchtet es. Die Geräusche, die machen mir Angst. Aber lauf doch. Okay, da vorne ist die letzte Kamera. Da ist roter Stoff. Ein Stofffetzen hier im Wald. Seltsam. Ich mache am besten erstmal nur ein Foto. Das war's. Ich hab sie alle. Die Filme werden mir helfen zu verstehen, was passiert ist. Nun sollte ich schnell heim, um sie zu entwickeln. Okay. Zu weit weg. Okay, Motiv haben wir erfasst. Nee, unscharf. Bisschen scharf stellen. Wie kann der hierher geraten sein? Kommt mir bekannt vor. Okay, wir müssen jetzt schnell nach Hause. Okay, unsere Lampe leuchtet nicht mehr so stark. Das ein Zeichen ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man im Dunkeln durch den Wald läuft, hört man immer die Geräusche. Ich lauf mal. Ich bin so angespannt gerade. Boah, wieso laufen wir auch so langsam? Können wir nicht mal erstmal einen Tagebucheintrag machen, um uns zu beruhigen? Lass mich los! Jo! Was geht ab? Okay, wir müssen rennen. Der Geist verfolgt uns. Boah, lauf schnell heim! Wohin? Oh, ich habe keine Ahnung, wohin. Oh nein, wo sind wir? Was ist das denn?
Über Totenköpfe. Dass unser Zuhause ist. Ist sie schwanger? Oh nein. Der Raum überflutet sich. Da kommen Maden aus ihr raus. Mach das weg. Ein Baby. Was für Bilder. Sind wir das Baby? Wo müssen wir hin? Schwimm mal hoch. Krasses Kapitel. Wieder ein Albtraum. Sie hat wieder meine Träume betreten. Vielleicht will sie nur mit mir reden? Was denke ich nur? Märchen, die wahr werden? Und trotzdem spüre ich... Nein, 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 nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. Bluten. Verdammt! Wo kommt das ganze Blut her? Es ist eigentlich noch nicht so weit und das ist viel mehr als sonst. Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Ja, wir müssen ja die Filmrollen entwickeln, die wir... Neues Kapitel, die Wälder. 3 Tage nach Marthas Tod. Wieso ist das Bild umgedreht? Okay, sonst habe ich hier gar nichts. Das können wir ja auch nicht öffnen. So, ziehen wir uns mal an. Jetzt ziehen wir mal unsere Sachen an. Mal gucken, was dann passiert. Auf was für Ideen komme ich nur? Ich würde meine Kleider mit Blut beflecken. Achso, wir müssen uns ja erst abwaschen, stimmt. Erstmal ins Badezimmer, oder? Das ist schon besser. Aber ich kann mir das ganze Blut immer noch nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert. Ich kann dem Arzt sowas doch nicht erzählen. Sonst muss ich im Bett bleiben und mich ausruhen. Okay, können wir uns jetzt anziehen? Und hier haben wir ja alles erkundet.
Das wäre ziemlich unhöflich, aber ich könnte das Telefon abnehmen und ihr Gespräch belauschen. Jo, machen wir das doch, oder? Wie geht es dir heute, Irene? Ich mache mir Sorgen, Vater. Sehr viele Sorgen. Wir haben noch mehr Partisanenspuren im Wald direkt neben dem Haus entdeckt. Dieser Lapo, er steckt bestimmt hinter... Nein, Irene, sag das bitte nicht. Das ist unmöglich. Ich kenne den Jungen und ich denke nicht, dass... Vater, in diesen dunklen Zeiten ist alles möglich. Alles. Der Junge ist nicht einmal gekommen, um sich von Julia zu verabschieden. Haben Sie sich nicht innig geliebt? Er muss furchtbare Angst haben. Und Julia hat immer gesagt, dass... Natürlich. Sie hat immer gesagt, dass sie nur Freunde sind. Aber das weißt du, oder? Freunde sollten solche Dinge nicht tun, Vater. Oder doch? Egal. Du verteidigst sie beide. Du, mein Mann und sogar die Nanny, die eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Die Nanny? Ich glaube, dass die Nanny diejenige ist, die Julia verletzt hat. Mit ihrer Leidenschaft für diese bösen Karten. Verfluchte Dinger. Ich hoffe, du hast sie verschwinden lassen. Natürlich. Ich bewahre sie sicher in meinem Zimmer auf. Wie auch immer. Verzeih mir, Vater, ich muss gehen. Sie sind gekommen, um mich abzuholen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Irene. Lapo hat etwas mit Marthas Tod zu tun? Mama verliert schon wieder den Verstand. Wie kann man sich so einen Unsinn überhaupt vorstellen? Und Don Attilio? Er ist ein toller Freund, aber was für seltsame Ansichten er hat. Diese Karten sind nur ein Spiel. Aber das Wichtigste ist, dass es meine sind. Warum in aller Welt haben sie mir weggenommen? Ja, gute Frage. Nach den dramatischen Nachrichten vom Land wird Erzbischof Toccarelli mit den Franzosen in der Stadt gegen die Vergewaltigungen durch die einmarschierenden Truppen protestieren. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung wird geraten, in ihren Kellern oder, wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Gebäuden zu verweilen. Die Patrouillen der deutschen Armee haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Der Verständlichkeit halber wird diese Mitteilung wiederholt. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu gehen. Ja, was haben wir hier? Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Okay, jemand mal hier ein Bild. In ihren Kellern oder, wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Gebäuden zu verweilen. Wieso sollen wir hier gar nichts? Die haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster... Oh, ich will da die Sachen untersuchen, aber das Radio. Oh, hier haben wir einige Sachen. Das ist Mamas Schmuck. Sie trägt ihn jeden Tag, auch wenn Papa sagt, dass es heutzutage unpraktisch und gefährlich ist, Zeichen des Reichtums zu zeigen. Wie immer will sie nicht auf die Vernunft hören und streitet sich mit Papa, bis er geht, um Krieg zu spielen, wie sie sagt. Okay, was haben wir hier? Eine Waffe. Es gibt immer mehr Waffen und alle haben Angst nach dem, was passiert ist. Ja, verständlich. Liebe Mama, es fällt mir schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Ich habe herausgefunden, dass Julia schwanger ist. Geh morgen früh um 7 an den See und beobachte sie beim Baden. Du wirst sehen, dass ihr Bauch wächst. Martha, was? Ich bin nicht schwanger. Warum wird alles noch verwirrender? Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, aber stattdessen ergeben sich nur mehr Fragen. Ich glaube, Martha war schwanger. Wieder Pervitin.
Ich habe das Gefühl, dass diese Pillen nichts anderes tun, als sie aufzuregen. Okay, es ist ja die Medizin von der Mutter. La Romola, 15. Juli 1944. Liebe Frau Irene, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass hier in der Villa alles in Ordnung ist. Vielen Dank, dass Sie so rücksichtsvoll und fürsorglich sind. Ich entschuldige mich für die Einfachheit der Unterkunft, in der Sie gezwungen sind, zu leben. Außerdem habe ich das Zimmer, in dem sich die Kleine aufgehalten hat, wie gewünscht, abgeschlossen. Ich habe Ihnen den Schlüssel hinterlassen. Es ist der mit dem rosa Schlüsselring. Geben Sie auf sich Acht, mit den besten Grüßen, Nanny. Warum um alles in der Welt hat Mama die Tür abgeschlossen? Das war mein Zimmer. Was will sie verstecken? Vielleicht die Wahrheit oder so? Hier haben wir die Karten. Hier sind meine Karten. Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt. Sie sagte meine Zukunft voraus und ich tat so, als würde ich ihre voraussagen. Die Zukunft war immer für alle gut. Vielleicht sah sie, als sie diese las, meine wahre Zukunft, die sie von mir verbarg. Oder, was wahrscheinlicher ist, diese Karten sind eigentlich nur ein dummes Spiel, mit denen man sich selbst beruhigt und täuscht. Aber sich selbst zu täuschen ist manchmal notwendig. Wie könnten wir sonst glücklich leben? So, wir haben die Karten. Sonst haben wir hier alles erkundet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns weiter im Haus um. Und dann machen wir und entwickeln einige Bilder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Euer Crunchy. Till we are here, baby.